Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jochen Haug. Ich leite an der Staatsbibliothek den Bereich wissenschaftliche Dienste und habe heute die überaus angenehme und erfreuliche Aufgabe, Sie im Namen und im Auftrag unserer Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf, die leider kurzfristig verhindert ist, ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen großen virtuellen Veranstaltung zu begrüßen. Ja, zu den vermutlich ewigen Wiedergängern des bibliothekssachlichen Diskurses zählt die seit nunmehr 40 Jahren immer wieder aufgeworfene Frage nach Wesen und Spezifik der Forschungsbibliothek, das nach Einschätzung von Klaus Zainova, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, sicherlich am inflationärsten verwendeten Begriff im deutschen Bibliothekswesen. Während die deutsche Forschungsgemeinschaft pauschal die Verfügbarkeit hochwertiger und gut erschlossener Spezialbestände mit hoher Bedeutung für die jeweiligen Fachgebiete in Verbindung mit attraktiven Arbeitsbedingungen und Serviceleistungen für die nutzenden Forschenden als zentral für diesen Bibliothekstypus erklärt, nehmen sich die konkurrierenden Definitionsversuche von Fachseite weitaus differenzierter aus. Fluchtpunkte in Teilen sogar überraschend kleinteiligen Debatten, zum Beispiel ab welcher Bestandsgröße denn überhaupt von einer Forschungsbibliothek gesprochen werden könne, blieb dabei immer die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, deren furiose Metamorphose von einer selbstgenügsamen Gelehrtenbibliothek hin zu einer weltoffenen, international wahrgenommenen und agierenden Forschungs- und Studienstätte für europäische Kulturgeschichte nach wie vor beeindruckt. Doch vielleicht ist das kennzeichnende Charakteristikum von Forschungsbibliotheken gar nicht allein in deren Organisationsstruktur zu suchen, also etwa im Betrieb eigener Forschungs-, Publikations-, Ausstellungs- und Stipendienbereiche. Ganz wesentlich ist vielmehr auch die Außenwahrnehmung einer Bibliothek, ihre täglich aufs Neue zu erringende Akzeptanz als funktionale wissenschaftliche Partnerin auf Augenhöhe, die sie erst zu einer Forschungsbibliothek im vollen Sinn macht. Und noch nie waren die Rahmenbedingungen für einen gleichberechtigten Austausch zwischen Bibliothek und Forschung so günstig wie in diesen Tagen. Denn die rasante akademische Institutionalisierung der Digital Humanities sowie die ungebrochene Hochkonjunktur der Material Culture Studies haben im Verbund mit dem immer nachdrücklicher formulierten wissenschaftspolitischen Postulat, den gesellschaftlichen Transfer von Forschungsergebnissen zu intensivieren, zahlreiche neue Resonanz- und Kooperationsräume eröffnet und damit letztlich zu einem erheblichen Ansehensgewinn für Bibliotheken beitragen können, wie zum Beispiel die Anerkennung wissenschaftlicher Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen in der so betitelten Wissenschaftsratsempfehlung von 2011 dokumentiert. In diesem Kontext ist die kürzlich im Zuge der Strukturevaluation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ausgesprochene Empfehlung des Wissenschaftsrats dann nur folgerichtig, die Staatsbibliothek solle über Kooperationen auch künftig die Nähe zur universitären Forschung suchen. Zu den publikumswirksamsten gemeinsamen Aktivitäten der Staatsbibliothek, zumindest mit den Berliner Universitäten, zählt die 2014 begründete Vortragsreihe Die Materialität von Schriftlichkeit, Bibliothek und Forschung im Dialog. Zu deren Fortsetzung ich Sie heute Abend ganz, ganz herzlich, zumindest virtuell, sehr der Realität nahekommend, in unserem Haus unter den Linden willkommen heißen darf. Ursprünglich in Verbindung mit dem rein germanistischen Berliner Arbeitskreis Materialität der Literatur organisiert, beziehen die Fachprofile der für die Vortragsreihe Verantwortlichen nunmehr auch die Perspektiven von Kunstgeschichte, Romanistik und Theaterwissenschaft auf das Feld der textuellen Materialitätsforschung ein. Es ist mir eine ganz große Freude, Karin Gludowatz, Anita Traninger und Matthias Warstadt, Principal Investigators des Exzellenzclusters Temporal Communities During Literature in a Global Perspective der Freien Universität im neu besetzten Organisationskomitee der Vortragsreihe begrüßen zu dürfen. Ebenso wie Christian Benne und Steffen Martus, Professoren für deutsche Literatur an der Universität Kopenhagen bzw. der Humboldt-Universität zu Berlin. So wie es schließlich Christian Mathieu, der als Mitinitiator dieses einrichtungs- und disziplinübergreifenden Formats für die Staatsbibliothek beteiligt ist. Wie Sie sicher bereits dem Veranstaltungsflyer entnommen haben, geht es in dieser Folge von Vorträgen darum, das inzwischen fest institutionalisierte wissenschaftliche Paradigma der textuellen Materialitätsforschung in seinen unterschiedlichen Dimensionen auszumessen.
Gerade dieser Anspruch erklärt dann auch die Einladung an Michael Friedrich als Sprecher des Hamburger Exzellenzclusters Understanding Written Artifacts sowie des dortigen Sonderforschungsbereichs Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa den Eröffnungsvortrag zu halten. Lieber Herr Friedrich, bevor Steffen Martus Sie unserem Publikum vorstellen wird, darf ich Ihnen noch einmal ganz, ganz herzlich für die Annahme unserer Einladung danken. Wir freuen uns sehr, sehr, dass Sie da sind. Und mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich auf ein inspirierendes Panorama beschrifteter Artefakte in Produktion und Gebrauch, das unser Gast aus Hamburg uns vorstellt. Herzlichen Dank. Damit übergebe ich an Herrn Martus. Ja, vielen Dank, lieber Herr Haupt, für diese freundliche Begrüßung. Vielen Dank für die Förderung dieses Projektes, von dem ich glaube, dass das Bibliothek und Universität nicht nur ins Gespräch bringt, sondern das Gespräch, das ohnehin stets und immer zwischen unseren Institutionen stattfindet, sehr, sehr gut widerspiegelt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Steffen Martus. Ich bin Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität. Ich sage Sie im Namen des Organisationskomitees herzlich zum Vortrag von Michael Friedrich begrüßen. Sie werden meine Kolleginnen und Kollegen im Verlauf der Vorlesungsreihe noch kennenlernen, weil wir uns bei der Moderation abwechseln werden. Also spanne ich Sie noch ein wenig auf die Folter und stelle Christian Benner aus Kopenhagen, Karin Dudowatz, Anita Dranninger und Matthias Warstadt von der Freien Universität heute nicht vor. Erlauben Sie mir einige wenige Bemerkungen, da ich den ganzen Tag heute in Zoom-Konferenzen verbracht habe, werde ich keine langen Worte machen. Die Vortragsreihe zur Materialität von Schriftlichkeit blickt mittlerweile auf eine langjährige Tradition zurück. Sie wurde, wie bereits erwähnt, 2014 initiiert und widmet sich einem mittlerweile florierenden Forschungsfeld, das am Schnittpunkt von Literaturwissenschaft, Buchwissenschaft, analytischer Bibliographie, Typografiegeschichte, Materialitätsstudien und Artefaktanalyse angesiedelt ist. Wir wollen insgesamt besser verstehen, wie die Geschichte von Trägermaterialien und Technologien, von Schreibgeräten und Schreibstoffen, von Formaten und Formen materieller Texte erforscht werden kann. Vermutlich lässt sich kaum eine Situation vorstellen, die intellektuell für neue Antworten auf Fragen zur textuellen Materialität besser geeignet wird. So gern wir uns heute vor Ort im wirklich eindrucksvoll hergerichteten Wilhelm von Humboldt-Saal der Staatsbibliothek leibhaftig begegnet wären, der Entzug körperlicher Präsenz, der unter Pandemiebedingungen unausweichlich und unbedingt wichtig ist, verdeutlicht, was wir an Gewohntem und Vertrautem vermissen und was uns, weil wir es so sehr gewohnt und so sehr damit vertraut sind, analytisch besonders schwer zugänglich ist. Das gilt etwa für das Buch, dessen Infrastruktur, wie man mittlerweile sagt, als systemrelevant ins Bewusstsein getreten ist und das von nicht wenigen Buchkäuferinnen in den letzten Monaten als Objekt und Ding noch einmal ganz neu entdeckt wurde. Lassen Sie uns also aus der etwas unglücklichen Situation das Beste machen und ich könnte mir dafür keinen geeigneteren Vortragenden als Michael Friedrich vom Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg vorstellen, wo er für Sprache und Kultur Chinas zuständig ist. In seinen Qualifikationsschriften, entstanden an der LMU München, setzte er Schwerpunkte im Bereich der chinesischen, konfuzianischen, neukonfuzianischen Philosophie. Als Fachmann für die Geschichte des Buddhismus und seit Jahren einer der führenden initiativen Forscher im Bereich dessen, was man vor langen Jahren einmal Materialität der Kommunikation genannt hat. Vor allem aber liefert er den Beleg für die immense Fruchtbarkeit unseres Forschungsfeldes. Von 2008 bis 2011 war er Sprecher der Forschergruppe, das hat man damals noch so gesagt, heute Forschungsgruppe, Manuskriptkulturen in Asien und Afrika. Von 2011 bis 2019 erweiterte sich dann dieser Forschungszusammenhang zu einem SFB, also zu der Großform der geisteswissenschaftlichen Verbundforschung. Herr Friedrich hat diesen SFB als Sprecher dirigiert und es ging darin um Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa. Und seit 2019 ist Michael Friedrich nun Sprecher des aus diesem SFB hervorgegangenen Exzellenzclusters, Sie haben es vorhin schon gehört, Understanding Written Artifacts. Man kann im Bereich der geisteswissenschaftlichen Verbundforschung nicht mehr erreichen. Herr Friedrich selbst befasst sich dort insbesondere mit der Erforschung und Theoretisierung von Inskriptionen. Er wird heute einen großen Aufschlag machen und sich mit der Produktion und dem Gebrauch von Schriftartefakten befassen, und vor allem damit, welche Forschungsfelder davon berührt werden, welche Effekte es mit sich bringt, wenn man Schriftartefakte in großen interdisziplinären Zusammenhängen erforscht und den Blick regional und epochal möglichst maximal ausweitet.
wird aber nicht bei diesen allgemeinen Thesen stehen bleiben, sondern konkret werden und sich Beispiele vornehmen, um zu zeigen, wie man mit Objekten produktiv umgehen kann. Das Ganze wird, wie er vorhin angekündigt hat, ungefähr eine Stunde dauern. Wir werden danach eine halbe Stunde Zeit zum gemeinsamen Gespräch, zur Diskussion haben. Lieber Herr Friedrich, wir sind außerordentlich gespannt. Seien Sie noch einmal herzlich begrüßt und nun haben Sie endlich das Wort. Lieber Herr Haug, lieber Herr Martus, vielen Dank für die freundliche Einladung natürlich und für den freundlichen Empfang hier. Nach den sehr freundlichen und wohlwollenden Worten von Herrn Martus kann ich Sie eigentlich nur noch enttäuschen und ich hoffe, dass ich dieses nicht in einem allzu großen Maß tue, werden wir sehen, wie sich der Vortrag entwickeln wird. Es ist ehrenvoll, hier in dieser traditionsreichen Veranstaltung zu sprechen. Und es ist vor allem für einen Sinologen ehrenvoll, wenn er eine Vorlesungsreihe eröffnen darf, die überwiegend von illustren Namen aus Literatur, Kunst und Buchwissenschaft getragen wird. Diese seit 2014, wir haben es gehört, bestehende Reihe trägt den Titel »Die Materialität von Schriftlichkeit« und soll diesmal, ich zitiere die Ankündigung, dazu verhelfen, die inzwischen kaum mehr zu überschauende Vielfalt an Forschungsansätzen, die beschriftete Artefakte jenseits der Dichotomie von Trägersubstanz und semiotischer Ebene in ihrer Dinghaftigkeit in den Blick zu nehmen und über Sparten- und Disziplingrenzen hinweg auszuloten. Zitat Ende. Angesichts der hier angedeuteten Orientierungslosigkeit mag etwas entspannend wirken, dass eine solche Orientierungslosigkeit durchaus nicht neu ist in der Geschichte der Forschung über Bücher, Schriftartefakte im weiteren Sinne. Robert Darton brauche ich Ihnen nicht zu erklären, wer das ist. Er schreibt in einem klassisch gewordenen Aufsatz von 1982, dass das Feld der History of Books, welches nicht mehr ganz jung war zu der Zeit, so rich did it prove, in fact, that it now looks less like a field than a tropical rainforest. The explorer can hardly make his way across it. At every step, he becomes entangled in a luxuriant undergrowth of journal articles and disoriented by the crisscrossing of disciplines. The explorer is beset by claims to newness and bewildered by competing methodologies. Und so weiter und so fort. Das war 1982. Und es ist heute natürlich noch erheblich komplexer geworden. Wir können die Schlagwörter, die Disziplinen und die Titel gegen aktuell gängige austauschen. Und dann haben wir genau die inzwischen kaum mehr zu überschauende Vielfalt an Forschungsansätzen, die den Anlass für diese Vorlesungsreihe gegeben hat. Die Vielfalt ist freilich heutzutage um ein Vielfaches größer, denn die Geschichte des Buchwesens ist ja inzwischen selbst wiederum nur eine Forschungsrichtung unter vielen anderen. Ich werde im Folgenden in einem notwendigerweise sehr kursorischen Überblick skizzieren, was mir für den heutigen Stand der Schriftartefaktforschung bedeutsam erscheint. Anschließend werde ich einige theoretische und methodische Überlegungen anstellen und an Beispielen zeigen, wohin sie führen können, endlich Aufgaben für künftige Forschung diskutieren. In den ersten beiden Teilen werde ich mich weitestgehend auf die Gegenstände beschränken, die wir in der Regel Manuskripte nennen, im Schluss dann den Blick weiten und weitere Schriftartefakte einbeziehen, vor allem die sogenannten Inschriften. Den Druck mit beweglichen Lettern werde ich hier ausklammern. Nicht, weil er nicht hierher gehörte, sondern weil es meines Erachtens noch zu früh dafür ist. Ich werde allerdings am Ende eine andere Art des Druckens thematisieren. Beginnen wir also mit einem Ansatz, mit einem Blick auf die Ansätze der letzten Jahrzehnte, welche die Art und Weise geprägt haben, wie wir heute Dinge wie Manuskripte betrachten. Ich habe die Ansätze, die ich der Erwähnung für mich bedeutsam hielt heute, unter Begriffen zusammengefasst, nämlich unter den Begriffen, von denen sie auszugehen scheinen. Im Folgenden wird es sehr schnell gehen. Ich werde die keinesfalls allesamt kommentieren, sondern nur versuchen, im Groben zu umreißen, welche Ansätze, und zwar jetzt in einem sehr weiten Gebiet, diese Forschungsrichtung, die wir heute und die Sie heute vertreten, geprägt haben. Das sind zunächst einmal Begriffe, was man an der Abstraktheit hier sieht, Medialität, Schriftlichkeit, Materialität.
Ihnen ist natürlich der Klassiker von McLuhan bekannt. Sie kennen die Diskussionen um Mündlichkeit, Schriftlichkeit, die ja letztendlich noch auf die Vorkriegszeit zurückgehen und eine ganz eigene Richtung hervorgebracht haben, inklusive zweier DFG-Sonderforschungsbereiche. Der Klassiker Materialität der Kommunikation, der auch hier genannt worden ist in der Ankündigung. Und einer von den darauffolgenden Versuchen historischer Mediologie, vielleicht nicht allen bekannt, Keening ist ein Zürcher germanistischer Mediävist und er hatte versucht, die neueren Entwicklungen zumindest für sein Gebiet zusammenzufassen. Von dieser Art gibt es eine ganze Reihe. Kernpunkt, das, was sie verbindet, bei aller Unterschiedlichkeit und bei aller Vielfalt scheint mir zu sein, dass es eine theoretisch motivierte und theoretisch geführte Diskussion ist, die im Großen und Ganzen die bereits als bekannt vorausgesetzte Geschichte der europäischen, das heißt der westeuropäischen Entwicklung des Buches im weitesten Sinne voraussetzt. Wenn wir weitergehen, natürlich ist ein weites Feld das sich primär mit dem Text befasst. Ich nenne jetzt weniger die Literaturwissenschaften, die hier ja sehr üppig vertreten sind, sondern ich gehe ganz abstrakt vom Text heran. Wir haben seit den 70er Jahren die Kritik Genetik, die ja bis zu Roland Reuss und vielen aktuell tätigen Editionswissenschaftlern eine große Rolle spielt. Wir haben Syntor mit der Mouvance, also mit Textteilen, die in mittelalterlichen Manuskripten hin und her wandern, sodass das Werk, welches sehr lange Zeit die Diskussionen geprägt hat, ins Wanken gerät. Wir haben endlich von Cherki Vigny, wie seine Vorfahren wohl hießen, das bekannte Lob der Variante, in dem die Variante zum Markenzeichen sozusagen der mittelalterlichen Manuskriptkultur und Textkultur stilisiert wird, wo sie vor allem in einer neuen Art und Weise als positiv zu betrachten gewertet wird. Wir haben dann in den 90er Jahren den Anglisten New Philology, den Anglisten Nichols, der erst von New Philology redet, dann spricht er zusammen mit dem Germanisten Wenzel von Materialist Philology und anschließend heißt es Material Philology. Er hat selber sehr schöne Studien vorgelegt, aber auch er ist natürlich, wie alle, die primär vom Text ausgehen, zunächst noch vom Text vom Text geprägt, von dem Ansatz des Textes. Was im Anschluss mit der Philologie jetzt passiert, das lassen wir mal außer Acht, das ist hier nicht so entscheidend. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass die Stichwörter materieller Text sind oder Repräsentation des Textes. Auf Englisch liest man auch häufig Instantiation of Text. Das heißt also immer, es geht um einen Text, der irgendwie sich materialisiert, der sich instanziiert, der sich präsentiert, repräsentiert und das ist etwas anderes als die textliche Materialität, von der eben gesprochen worden ist. Eine weitere Gruppe von Ansätzen, ich kämpfe immer noch ein bisschen mit dem Klicken hier, ist geprägt von der Kunstgeschichte, die gerade in ihrer mediävistischen Ausprägung natürlich immer schon sehr intensiv mit dem Manuskript, mit dem vor allem mittelalterlichen Buch dann gearbeitet hat. Der Iconic Turn ist als Schlagwort in die Turn-Diskussionen eingegangen. Wir haben sehr einflussreich, auch wenn nicht immer ganz klar verständlich, Gerald 1998, eben der Begriff Agency, der viel älter ist, natürlich mit der Kunst zusammengebracht wird. Wir haben aus dem Umkreis unter anderem von Frau Wagner den Begriff der Materialikonografie, der keinesfalls vom Buch ausgeht, sondern gerade, sagen wir mal, mit Architektur und mit zeitgenössischen Dingen sich befasst, aber eben dem Material eine eigene Semantik zuschreibt. Dann haben wir nicht Kunstgeschichte im engeren Sinne, aber in enger Zusammenarbeit auch mit Herrn Bredekamp bei Ihnen in Berlin, den Begriff der Schriftbildlichkeit, in dem dann, was man teils in der Textwissenschaft Textereignis bezeichnet, neuerdings zu einer Art von Schreibereignis wird. Und wir haben ebenfalls natürlich wieder durch Agency-Diskussion und durch die Linguistik den Sprechakt angeregt, den Bildakt von Bredekamp. Das sind alles Ansätze, die primär nicht von einem Text ausgehen, sondern von Objekten, ebenfalls mit Inhalten, mit geschriebenen, gezeichneten, gemalten Inhalten, die aber nicht mehr nur den Text thematisieren. Wir haben dann auf der anderen Seite vom Ding her ausgehend zunächst die Disziplin Archäologie und hervorgegangen aus ihr die Archäometrie.
Die Archäologie befasst sich in der Regel nicht mit Manuskripten, selbst wenn die in Gräbern gefunden werden, was in meinem Bereich sehr häufig ist. Obwohl 1951 schon ein weitgehend vergessener amerikanischer Archäologe einen kleinen Aufsatz geschrieben hat mit dem schönen Titel Manuscripts Belong to Archaeology. Er hat das leider nicht ausgeführt, er ist relativ kurz. Man betrachtet Dinge und entwickelt naturwissenschaftliche Verfahren, die mit allem, was an Artefakten existiert, bereits Erfahrung gesammelt haben und teils einen enormen Forschungsstand vorweisen können, sowohl für die die frühhistorische Phase, als auch dann für die historische Zeit. Die Ethnologie hat sich ebenfalls, oder Anthropologie, wie sie auch heißt, hat sich ebenfalls mit Dingen befasst, allerdings eher in der Beobachtung, auch in der Theoretisierung. Endlich ist dies auch in der Soziologie geschehen. Ich brauche nur Latour zu nennen, der allerdings von ganz anderen Dingen ausging. Aber das Ding rückt zunehmend von unterschiedlicher Seite in den Blick. Dann ist eines, ich nenne den Namen des großen Franzosen hier nicht, aber das Handeln, die Tätigkeiten, in die Objekte involviert sind und hier im engeren Sinne Bücher, Manuskripte, hat in den letzten Jahren erheblich an Fahrt gewonnen. Das sind auf der einen Seite die New Literacy Studies. Die gehen zwar zurück schon auf die 80er Jahre, aber dort ist der Begriff der Literacy, den man eigentlich gar nicht übersetzen kann. Das englische Lesefähigkeit trifft das also eigentlich gar nicht. Dort ist von Literacy Practices die Rede und der gesamte Kontext des Gebrauchs von Schriftartefakten wird eigentlich thematisiert. Der ist aber noch weitgehend ohne die Verbindung jetzt des Textes bzw. des Inhaltes eines Buches mit dem Umgang zu sehen. Dies ändert sich seit etwa 2010. Das ist eine Richtung, die durchaus noch Potenzial hat. Ganz neu ist der Begriff der Graphicacy. Wie Sie sofort sehen, ist er angelehnt an Literacy. Das soll im weitesten Sinne in ähnlicher Weise verstanden werden, nämlich als die Fähigkeit zum Umgang mit grafischen Dingen. Das schließt Bilder ein, Diagramme und ganz andere Dinge noch wie Monogramme und einfach Dinge, die eben keinen Text darstellen. Und dann haben wir natürlich die Buchgeschichte, aus der dann die Buchwissenschaft geworden ist. Der Klassiker, der immer genannt wird, ist L'Apparition du Livre. Die beiden Autoren schreiben da größtenteils noch Francis Carter von 1925 aus, aber betrachten die Daten, die er geliefert hatte, in einer völlig neuen Weise. Und nun sind wir wieder bei Daten angelangt und der Nachfolgepublikation von Adams und Barker. Und hier ist festzuhalten, das mögen Sie dem Sinologen bitte nachsehen, dass hier das Thema das gedruckte westliche Buch ist. Buch heißt in diesem Kontext nicht das Buch in allen Kulturen, in zu allen Zeiten, sondern es heißt eben nur dieses. Das sagen die Autoren auch ganz prononciert, unter anderem Adams und Barker, der sagt, ja, manchmal befasst man sich dann auch mit den Stufen davor, aber eigentlich geht es nur um dieses. Wenn wir jetzt einmal genauer hinschauen. Wir haben ein Modell. Robert Darnton hat in seinem kleinen Aufsatz ein Modell entwickelt und wir haben nicht die Zeit, obwohl es lohnte, hier im Detail hineinzugehen. Sie sehen, da gibt es den Autoren, den Verlag, den Verleger. Wir haben das materielle Objekt. Auf der rechten Seite haben wir diejenigen, die die Materialien bereitstellen. Dann gibt es die Drucker. Auf der linken Seite den Binder, also den Buchbinder. Das Binden war ja nicht immer direkt von Anfang an dabei. Dann haben wir in der Mitte alle möglichen Einflüsse und Voraussetzungen und unten auch noch die Buchhändler. Und das Ganze heißt dann Kommunikationskreis. Das verwirrt etwas und aus diesen Gründen haben Adams und Barker das wohl begründet in ein weiteres Schema überführt und dieses The Whole Social Economic Conjuncture genannt. Also der ganze sozial-ökonomische Zusammenhang, wenn man so will. Und Sie sehen hier im Prinzip ähnliche Kategorien, die allerdings schon auf etwas höhere Ebene, abstraktere Ebene gehoben sind. Und dann sehen Sie in einem Pentagon hier Dinge wie Überleben, Publikation, Herstellung, Verteilung und Rezeption. Und es ist eine Conjuncture, also sind die Umstände. Und nun stellt sich eine Frage,
was ist da eigentlich in der Mitte? Was wird publiziert? Was wird hergestellt? Was wird distribuiert? Was überlebt? Was wird rezipiert? Und hier haben wir eine Unschärfe, die sich immer wieder durch Diskussionen bis in die jüngere Vergangenheit hindurchzieht. Es besteht eine gewisse Unklarheit, nicht nur was das Wort Schreiben angeht. Sie wissen, Schreiben ist ein physischer Akt. Schreiben kann aber auch metaphorisch gebraucht werden für das Verfassen von Texten. Die Publikation ist die Publikation eines Textes. Die Rezeption wird auch die Rezeption eines Textes darstellen. Aber die Distribution ist Distribution des Textes via Distribution des Objektes. Diese Unschärfen haben dazu geführt, dass auch in anderen Bereichen gewisse Unschärfen entstehen. Und aus diesem Grunde gibt es neue Ansätze, die aus einer ganzen Reihe von Teildisziplinen kommen. Und ich möchte Ihnen gerne einige von denen vorstellen, natürlich in der gebotenen Kürze. Das war ein Gang mit 7 Meilenstiefeln, der ist extrem selektiv und diejenigen, die ihre eigenen Forschungsinteressen haben, werden guten Grund haben, das zu kritisieren. Das mögen Sie gerne tun. Mir ging es nicht darum, hier vollständig zu sein, sondern einfach einige Schlaglichter zu werfen auf das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ich habe Anwesende aus dieser Übersicht ausgenommen. Sie wissen es natürlich, dass Herr Benne einen Klassiker geschrieben hat, bis zu einem gewissen Grade vielleicht sogar revisionistisch, indem er eben die Erfindung des Manuskripts zum Thema gemacht hat. Aber zurück zum Überblick. Wenn man eine Tendenz feststellen kann bei dem hier, dann ist es eine, die über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg immer weiter vom rein ideellen Inhalt eines Textes oder ich sage allgemeiner eines Inhaltes zum Material geht, in dem sich dieser Inhalt findet und zum Ding also und zum Umgang mit diesem Ding. Dieser Befund erklärt auch, warum es so lange gedauert hat, bis das Manuskript zum Gegenstand einer holistischen Betrachtung werden konnte. Während nämlich die einen Disziplinen oder Forschungsrichtungen primär am Inhalt interessiert waren, ob dieser Inhalt nun ein Text ist, Bilder sind, Musiknoten oder Diagramme oder was auch immer, waren es die anderen Disziplinen wegen ihrer nicht vorhandenen Kompetenz in diesem Bereich nämlich gerade nicht. Also zum Beispiel Archäologie, die Ethnologie, die ja traditionell zumindest in Deutschland sich mit den Kulturen der sogenannten schriftlosen Völker befasst und so weiter. Die Schriftartefakte sind deshalb nie als Verbindung oder sind lange Zeit nicht als Verbindungsstelle zwischen diesen beiden unterschiedlichen Betrachtungsweisen geworden. Ausnahmen, die es gibt, bestätigen eigentlich nur diese Regel. Es kommt hinzu, dass Kontingenzen von Fachgrenzen und von Forschungstraditionen eine wichtige Rolle hierbei gespielt haben. Es kommt ferner hinzu eine gewisse Distanz zu denjenigen, die vermutlich das Objektbuch am besten kennen, nämlich zu den Restauratoren und den Katalogisatoren, die sich tagtäglich damit befassen. Vermutlich ist es kein Zufall, dass entscheidende Impulse für das, was wir jetzt treiben, nicht allein, aber doch auch aus der Mediävistik und aus der klassischen Philologie kamen. Die sichtbaren und unsichtbaren Querverbindungen zwischen all diesen sehr unterschiedlichen Ansätzen, von denen ich hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt habe, wäre eine lohnende Aufgabe. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Ich mache gleich weiter mit Modellen, aber wir sind jetzt bei den Dingen, die vielleicht ein wenig nach vorne weisen gegenüber der Bestandsaufnahme. Der Name Raymond Williams dürfte Ihnen bekannt sein. In seinem kleinen Büchlein 1981 hat er den Begriff der Kultur thematisiert, aufbauend auf dem, was er die Jahrzehnte vorher entwickelt hat. Und das, was er an Systematik in diesem Buch drin hat, hat Hepp erheblich später zusammengefasst. Und Sie sehen hier einen etwas anderen Ansatz. Williams als Marxist schaut sich die Produktion an und spricht dann, er hat natürlich eher mit der neueren Literatur zu tun, von Konsumptionspraktiken oder Konsumpraktiken. Und für ihn sind die Dinge, um die es geht, das wären in unserem Falle die Bücher, das sind Kulturobjekte. Was er unten aufführt, Institutionen, versteht sich von selbst, Formation ist ein klassischer Begriff inzwischen in kulturtheoretischen oder Cultural Studies Diskussionen geworden. Das sind lockere Verbünde, die eben nicht die institutionelle Festigkeit aufweisen. Bei Formen sind wir schon wieder woanders, das sind nämlich in der Regel Genres, also die literarischen Formen.
Es haben eine Reihe von jüngeren Wissenschaftlern in langen Diskussionen 2015 ein Schema, wie Sie es damals genannt haben, es ist ein Modell entwickelt, was versucht, den Abstraktionsgrad noch etwas höher zu heben. Und ich will das nicht im Detail erklären, das würde schwierig werden. Sie können auch gerne Manuskript durch Schriftartefakt ersetzen. Das ist für Manuskripte entwickelt worden. Wir haben, wenn das materielle Objekt in der Mitte steht, im Zentrum der Betrachtung, dann haben wir die Produktion dieses Objektes mit allem, was dazugehört. Dann haben wir nicht die Rezeption. Wir haben das lange diskutiert und haben uns dann dagegen entschieden. Denn, wie wir gleich noch sehen werden, kann ich mit Büchern, mit Manuskripten oder anderen Schriftartefakten viel mehr machen, als nur einen Inhalt rezipieren. Sie wissen es, man kann nicht nur mit Tintenfässern werfen, sondern man kann auch mit Büchern werfen, obwohl wir das natürlich ungern tun. Das ist also praktisch die zeitliche Achse. Wie wird ein Gegenstand produziert und was macht man anschließend mit ihm? Natürlich, man liest auch Texte, aber man macht eben auch noch andere Dinge. Es sind wesentliche Bedingungen für die Produktion wie für den Gebrauch von Manuskripten. Verzeihen Sie übrigens das Englische. Bei uns wird alles, weil wir so viele Menschen aus verschiedenen Kulturen haben, läuft alles auf Englisch. Und manchmal ist das Englische etwas hübscher als deutsche Formulierung. Deshalb habe ich es hier dabei belassen und gar nicht erst versucht, es zu übersetzen. Also das Setting, das wäre praktisch, das wäre die Hardware, um diesen Vergleich einmal zu gebrauchen. Das wären just jene sozioökonomisch-politischen Faktoren, die in den früheren Modellen aufgeführt waren. Und die Patterns, das wäre die Software, das sind die kulturellen, die symbolischen Elemente. Ich werde nachher noch ein Beispiel dafür vorstellen. Das ist, wenn man so will, einerseits eine diachrone Sicht auf die Dinge, andererseits eine synchrone, denn ich kann dieses Objekt natürlich immer nur zu einem Zustand in seiner Totalität darstellen. Und das wirft theoretische Schwierigkeiten auf die ich jetzt auch nicht eingehen will. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, dass auch die Philologie über das, was sie traditionell mit, sagen wir mal, der Spermatologie getrieben hat, hinauskommt. Das Sperma, das brauche ich Ihnen als Fachleute für Texte, für Literatur, für andere Dinge nicht zu erklären. Das Sperma ist ja eigentlich, wenn man es mal auf den Begriff bringt, die Erlösung des Textes von der Verunreinigung durch die Geschichte. Das heißt, ich versuche auf einen Urtext, auf einen Urtyp, auf einen Prototyp zurückzuführen. Und im Idealfall ist der dann dem, was der Autor geschrieben oder vielleicht auch nur gedacht hat, am nächsten, soweit man ihm kommen kann. Man kann selbst ein Stemma, und das Stemma ist ein Sonderfall, selbst ein Stemma kann man aber auch andersrum lesen. Und dann kann ein solches Stemma zur Rekonstruktion der Geschichte von Text und Objekt dienen oder, wenn es mehr interessiert, von Objekt und Text. Unsere Gräzisten machen inzwischen eigentlich nicht mehr nur Textüberlieferung, sondern auch Manuskriptüberlieferung. Und das gewinnt eine völlig neue Dimension, wenn sie dann nachweisen können, wie bestimmte Objekte gewandert sind und dann dazu geführt haben, dass neue Objekte entstanden sind. Es geht also weit darüber hinaus, nur einen Text nachzuverfolgen oder nachzuzeichnen. Zu sagen ist hier auch, kurzer Rückblick auf das Lob der Variante, die Texte und die Textüberlieferungen, die auf Stabilität aus sind, machen nur einen Sonderfall aus. Die Variante ist, wenn man den großen, weiten Bereich aller Schriftartefakte betrachtet, ein Typ von Überlieferung, aber die Variante ist der weiterverbreitete Typ. Und der Versuch, was man ja gerade in den klassischen Disziplinen immer ausgesetzt hat, einen Text möglichst unverändert über die Jahrhunderte zu bringen, das scheint doch eher ein Sonderfall zu sein, dessen Bedingungen man auch durchaus definieren kann, egal in welcher Tradition. So, ich möchte jetzt einige Überlegungen vorstellen, die ich angekündigt habe, und dann gibt es auch endlich was zu sehen. Bisher haben wir hauptsächlich hier Abstrakta und Schemata uns angeschaut. Ich bleibe erst noch primär beim Begriff des Manuskriptes und frage, was ist ein Manuskript? Ich gehe auf zwei Unterscheidungen ein und gehe dann ebenfalls kurz und kursorisch auf die Semantik und Pragmatik von Manuskripten ein. Und da werden Sie auch sehen, wie die Begriffe von Produktion und Gebrauch eine Rolle spielen.
Was ist ein Manuskript? Man kann ein beliebiges Lexikon aufschlagen, in welcher westlichen Sprache auch immer, und es wird alles ähnlich aussehen. Als erstes kommt die Vorlage für den Setzer, Druckkultur. Als zweites kommt die vollständige oder stichwortartige Ausarbeitung eines Vortrags, einer Vorlesung und so weiter und so fort. Und das Buch, das Objekt, kommt als letztes hier. Es ist ein Buch, und zwar ein handgeschriebenes, eventuell kunstvoll ausgemaltes, aber es ist das Buch der Antike und des Mittelalters. Das ist angesichts dessen, was wir inzwischen an Forschungsliteratur vorliegen haben, eindeutig überholt. Und ich möchte deshalb alle Zwischenschritte sparen und gleich zu einer anderen Definition von Manuskript kommen, die wiederum junge Kollegen bei uns vor einiger Zeit diskutiert und erarbeitet haben. Ich lese sie kurz in einer Paraphrase vor. Ein Manuskript ist ein Artefakt, also ein von Menschen hergestelltes Objekt, welches geplant und verwirklicht wird, um Oberflächen, um Flächen zur Verfügung zu stellen, auf die sichtbare Zeichen angebracht werden, und zwar mit der Hand. Es ist tragbar, es ist in sich selbst abgeschlossen und es ist einzigartig. Ich möchte jetzt diese Definition nicht im Detail diskutieren. Das ist ein weites Thema und das ist eine Arbeitsdefinition, die sicherlich auch noch erweitert oder verändert werden kann und sollte. Es dürfte Ihnen aber klar sein, dass sich die wesentlich von dem unterscheidet, was wir traditionell haben. Diese Definition geht allein vom Objekt aus und alles, was in den 50 oder 60 Definitionen, die Herr Lorusso gesammelt hat, das Buch bzw. das Manuskript ausmacht, ist hier sekundär, nämlich der Inhalt, das Medium oder und das Material. Das führt natürlich, das hat Konsequenzen. Sie wissen es, diese Objekte, die zu den frühesten der Schriftkulturen unserer Spezies zählen, die sogenannten Keilschrifttafeln, werden traditionell als Inschriften bezeichnet. Cécile Michel, eine Archäologin vom CNRS, hat in einem sehr schönen Vortrag zeigen können, dass diese Bezeichnung als Inschrift der Forschungsgeschichte geschuldet ist, dass aber die Keilschrifttafeln alle Merkmale haben, die wir von der Funktion und von der Produktion her auch anderen Schriftträgern zuschreiben. Ich gebe hier nur ein Beispiel, um Ihnen das zu zeigen. Sie sehen hier eine vor nicht allzu langer, Entschuldigung, dieses Programm macht manchmal Dinge von selbst. Sie sehen hier diese Schrifttafel, das ist ein Brief und oben stehen die, das ist also die Rückseite des Ganzen, der Text ist vorne, oben stehen die Namen der Adressaten. Offenbar hat der Schreiber selber noch die 2,5 Zeilen ausradiert, denn diese Adressaten, die sollen den Brief praktisch in Kopie bekommen. Vermutlich hat man den damals vorgelesen, aber die sollen auch informiert werden. Und ihm ist nach Vollendung dieser Tafel offenbar aufgefallen, dass vielleicht doch nicht alle das lesen sollten. Das ist wie mit CC und BC heute beim E-Mail-Schreiben. Aber diese Objekte können genauso beschriftet werden wie andere Objekte auch. Man kann, wie Sie hier sehen, sogar im Endeffekt besser radieren als auf Pergament oder verschiedenen anderen Schriftträgern. Wenn ich nur das Objekt, welches mit Zeichen beschriftet ist, als Manuskript bezeichne, dann ist auch eine Akte mit Dokumenten ein Manuskript. Wir sehen hier ein Beispiel aus dem 1. Jahrhundert nach China, nach Christus aus China. Dann ist aber auch eine Karte mit sehr wenig Schrift, es gibt ein bisschen hier, aber kaum etwas, ein Manuskript. Dann ist aber auch ein Adressbuch, hier ein ganz besonderes aus der Berlinischen Galerie, ein Manuskript. Und man sieht hier sehr schön, wie eine kodikologische Einheit vermehrt werden kann, indem man Dinge hinzufügt. Dann ist auch ein Laborberichtsbuch ein Manuskript, in dem die Physiker oder die Naturwissenschaftler praktisch protokollieren und dokumentieren müssen, was sie an der Maschine gemacht haben. Die werden bis auf den heutigen Tag handschriftlich geführt. Das nur nebenbei. Ein solch weiter Begriff des Manuskripts mag für manche nachteilig sein. Er hat auf der anderen Seite Vorteile, denn auf diese Art und Weise kann man Gemeinsamkeiten besser erkennen, als dieses möglich ist, wenn man den
Begriff des Handgeschriebenen, bei dem ich noch bleiben möchte, hier zu sehr auseinanderdividiert. Wenn man den allgemeinen Begriff anlegt, dann lassen sich zwei grundsätzliche Unterscheidungen treffen, die Ihnen sicherlich bekannt sind. Wir könnten sagen, dass ein Manuskript eine komplexe physische, also dreidimensionale Einheit von Material und Inhalt ist, welche zwei verschiedene Zeichensysteme verbindet. Und das ist wichtig hier. Es gibt nämlich nicht nur den sogenannten Inhalt, also die visuellen Zeichen, wie es vorher hieß, Schriftbilder, Noten, Diagramme und so weiter und so fort, sondern auch das Materialzeichen. Denken Sie an die Materialikonografie. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich denselben Text auf kostbares Pergament schreibe oder ob ich den auf billiges Schreibmaterial, was auch immer es sei, gebe. Es macht einen großen Unterschied, ob ich kostbare Pigmente benutze oder ob ich eine billige Tinte benutze. Man könnte sagen, dass diese beiden Zeichen sich verhalten wie bei Saussure, Signifié und Signifiant, wie die beiden Seiten, das ist der berühmte Vergleich eines Stücks Papier, die untrennbar sind. Daraus folgt aber für die Analyse und für die Semiotik des Manuskripts als dreidimensionalem Objekt, dass es drei Ebenen gibt, die auf merkwürdige Art und ganz einzigartige Weise miteinander verschränkt sind. Wir haben, und hier bitte wieder sehen Sie das Englische nach, das ist im Englischen so schön, wenn wir im Deutschen sagen Behälter und Inhalt, ist das zwar sachlich richtig, aber Content und Container ist natürlich noch plausibler. Wir haben den Container, wenn man so will, das ist das materielle Objekt und dieses materielle Objekt enthält die Zeichen, die materiell sind. Der Inhalt, nämlich die materiellen Zeichen, das ist der materielle Inhalt, ist aber gleichzeitig einer, der etwas bedeutet und das ist dann der ideelle Inhalt, der sich mit einem Text oder irgendeinem anderen Inhalt verbindet. Und die kleinen Klammern, die Sie gesehen haben, die markieren eigentlich bis zu einem gewissen Grade die unterschiedlichen Herangehensweisen auch. Die einen kommen von oben, interessieren sich für die Bedeutung, welche die Zeichen haben und die anderen kommen von unten und interessieren sich für das Material. Es ist relativ selten noch, aber die Forschung in diesem Bereich nehmen zu seit etlichen Jahren, ist relativ selten noch, dass das gesamte Objekt betrachtet wird. Und insofern sind wir auch noch weit davon entfernt, das zu tun, was viele Philologen immer noch sagen, nämlich eine Handschrift zu edieren. Eine Handschrift meint hier nicht die Handschrift eines Herrn oder einer Dame, sondern es meint ein Manuskript. Ein Manuskript edieren, das wäre schön, wenn man das täte, dann gehörte aber auch der Container mit dazu. Das ist teils in der Katalogisierung inzwischen durchaus gang und gäbe, aber das ist in der Regel etwas, was weitestgehend von der inhaltlichen Betrachtung entfernt ist. Wenn Sie noch hinzudenken, dass die Manuskripte individuell sind, dann sehen wir hier, dass vermutlich Manuskripte, später dann Schriftartefakte insgesamt, zu den komplexesten Artefakten, zu den komplexesten Erzeugnissen der menschlichen Kultur zählen. Eine zweite Unterscheidung, die eigentlich eine ganze Vorlesungsreihe benötigte, ich mache es hier kurz, die von großer Bedeutung ist, ich beginne also praktisch hier eigentlich, denn diese zwei Typen, die markieren eher ein Spektrum, zwei Enden eines Spektrums. Wir finden auch heute noch, allerdings seltener, wir finden Ausdrücke wie Sammelhandschrift, Miscellany, Requiem und andere. Und dahinter verbergen sich bis vor kurzem durchaus unterschiedliche Dinge. Der eine Typ ist ein Manuskript, welches in einem Produktionsgang gefertigt wird, welches mehrere Texte enthält. Das ist das, was wir auf Englisch Multiple Text Manuscript nennen. Und das zweite ist eine Einheit, eine Bucheinheit, die aus vorher selbstständigen Einheiten zusammengesetzt ist. Also das ist die sogenannte Buchbindersynthese, entschuldigen Sie, die seit Gumbert Composite genannt wird. Im Deutschen haben wir da zusammengesetzte Handschrift, Komposithandschrift, das kommt alles daher. Aber selbst in den letzten Richtlinien zur Katalogisierung der DFG ist diese Unterscheidung nicht wirklich klar. Diese beiden Typen sind von erheblicher Bedeutung, denn sie erlauben nicht nur die Rekonstruktion der Produktion eines Buches, einer Einheit, sondern sie erlauben auch die Rekonstruktion der Motive, der Intention der Produktion einer solchen Einheit. Es gibt dazwischen sehr viel und das ist im Einzelnen noch auszuloten. Ich komme noch einmal zurück zu dieser Akte mit Dokumenten. Sie sehen, dass wir hier ganz klar
ein Multiple-Text-Manuskript haben. Sie sehen hier die Bindungsstellen, an denen die einzelnen Dokumente zusammengebunden worden sind. Das war offenbar nicht unüblich in jenen Zeiten. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Idee, dass Objekte entstehen durch den bewussten Akt, andere Objekte zusammenzufügen, natürlich das Feld öffnet für Untersuchungen, wie sie in der traditionellen Manuskriptforschung eher unüblich sind. Wichtig ist jetzt, und das bitte ich zu bedenken, dass die Manuskriptforschung und dann bei Extension auch die Schriftartefaktforschung regional ist. Und damit meine ich nicht nur regional, dass wir Spezialisten für China haben und andere Spezialisten für Äthiopien oder was auch immer, sondern hiermit meine ich, dass es sozusagen intellektuelle und materielle Regionen gibt. Es gibt Wissenschaftler, Archäometriker und Materialwissenschaftler, die sich mit einzelnen Beschreibstoffen befassen. Es gibt vor allem die Kodikologen, die sich mit den Buchformen befassen, also die Rollen, verschiedenen Rollentypen, Poti, Leporello, Codex studieren. Ich habe hier nur einige Namen genannt. Gumbert hatte ich bereits genannt, Beit Arie, darauf komme ich gleich noch einmal. Andris Maniaci werden Ihnen bekannt sein, La Syntaxe Codex. Da sind wir inzwischen erheblich weiter und haben eine tatsächliche Wissenschaft, den Versuch einer wissenschaftlichen Beschreibung des Kodex als Kodex. Dann gibt es Forscher, das sind wieder die, die eher vom Inhalt herkommen, die sich auf gewisse Inhalte spezialisiert haben. Die Bibelforschung, Urkundenverträge, Rezepte kann man studieren, das tun Mittelalterforscher zum Beispiel, Noten, Diagramme. Man ist spezialisiert auf Sprachen, man ist spezialisiert auf Schriften. Und die Aufteilung des Gesamtgegenstandes Manuskript und dann Schriftartefakt, die leidet erheblich darunter, dass kontingent und nachvollziehbar, aber durchaus grenzenziehend, eben diese unterschiedlichen Disziplinen unterschiedliche Traditionen haben. Und es ist so, als ob Sie für die Beschreibung, wenn wir bei Dingen bleiben, für die Beschreibung von verschiedenen Arten von Trinkgefäßen dann eine Spezialistin haben für den Becher, eine Spezialistin für das Glas, eine Spezialistin für Schalen und so weiter und so fort. Dass aber der Begriff, der Oberbegriff, der auch das Gemeinsame ausmacht, relativ selten nur in den Blick kommt. Malachi Beit Arie ist der Doyen der hebräischen Kodikologie. Sein Opus Magnum ist inzwischen fast vollständig auch auf Englisch übersetzt und im Netz zu finden. Er folgt Gumbert. Und er hat in den Panizzi Lectures 1992 oder genauer gesagt 91, 92, hat er als ein ganz früher verlangt, man möge eine allgemeine Grammatik des Kodex schreiben. Er sagt, we should explore the common structural elements, the technical and aesthetic topoi, economic and social conditionings, functional and semiotic configurations of text and iconography of layout, die in allen Kodizes, in allen Kulturen der Welt zu finden sind. Es ist einer der frühen, der tatsächlich das Gesamtprodukt Manuskript hier in den Blick nimmt, allerdings nicht alle, sondern in der Kodexform. Und der als erster auch, sicherlich motiviert durch die Spezifika der hebräischen Manuskriptkultur, den Kodex als Buchform identifiziert hat, die weit über Westeuropa hinaus von Bedeutung ist. Wir finden hier Kodizes bis ans andere Ende des eurasischen Kontinents. Ich komme nun, und das geht eher kursorisch, zu einer Semantik des Manuskripts. Diese Terminologie ist natürlich auch wieder von der Linguistik geborgt, aber sie scheint mir sinnvoll, darüber kann man diskutieren. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, gewisse Dinge einmal zusammenzubringen. Wenn ich das Manuskript als Objekt betrachte, dann ist es zunächst mal ein Ding, was aus irgendeinem Stoff gemacht ist. Dann hat dieses Ding ein bestimmtes Format. Das ist ein Stoff hier, das Stoffliche. Sie sehen, es gibt sehr unterschiedliche Writing Materials hier. Das ist auch eine englischsprachige Übersicht, die nicht komplett ist. Und es gibt sehr unterschiedliche Schreibinstrumente. Ich wollte eigentlich jetzt auf was anderes hinaus, aber wie es dann kommt. Ja. Also das Format spielt natürlich eine Rolle, die Materialien, aus denen das Objekt hergestellt ist, spielen eine Rolle.
Das hängt mit den Schreibgeräten natürlich auch zusammen. Die Buchform spielt eine Rolle. Denken Sie nur im vielleicht bekannteren europäischen Bereich der Unterschied zwischen Rolle und Kodex. Bis auf den heutigen Tag werden gewisse Urkunden in gewissen Regionen als Rolle ausgestellt und greifen damit ein älteres Vorbild auf. Wir haben ja auch die Rollen aus dem Mittelalter wenig erhalten. Das hat aber wohl teils auch Gründe, die am Material liegen. Wir haben die Möglichkeit der Wahl nicht nur bei den Schreibmaterialien oder beim Format, sondern wir haben auch die Möglichkeit der Wahl in der Buchform. Alles dieses bedeutet etwas. Wichtig sind die Untereinheiten, aus denen ich wiederum Rückschlüsse auf die Produktion ziehen kann. Die Bindung, ein ganz schwieriges Thema, und neuere Ansätze hier, was die Buchform angeht. Ich erwähnte es schon, ist die Betrachtung des Artefakts als Archäolog oder von einem archäologischen Standpunkt her, nämlich als Stratigraphie. Und dann kann ich das Ding, Manuskript, in seiner Entwicklung verstehen und kann sogar eine Manuskriptbiografie in Anlehnung an die sogenannten Dingbiografien beschreiben. Die visuelle Organisation spielt natürlich eine große Rolle. Es ist vielleicht sinnvoll, diesen Überbegriff zu nehmen. Layout ist, wie Sie wissen, vom Druck geprägt. Und, pardon, es geht jetzt wieder hier irgendwie von selbst los. Layout ist vom Druck geprägt, also bezieht sich wieder nur auf den Text. Es gibt aber ganz andere Dinge noch, die eine Rolle spielen, unter anderem Farbigkeit, Schrifttypen, Ausführung der Schrift und so weiter und so fort. Hier möchte ich Ihnen ein schönes Beispiel zeigen. Das hat mich vor 35 Jahren zu den Manuskripten gebracht. Herr Martus hat es erwähnt, ich war vorher ein reiner Textmensch. Und wenn man sich diese beiden Manuskripte anschaut, die beide von den chinesischen Herausgebern, ich glaube, ist unschwer zu erkennen, trotz der schlechten Abbildung, die beide von den Herausgebern mit dem Titel Laozi, das ist der große daoistische Klassiker, versehen wurden. Wenn man sich die anschaut, merkt man, dass zwar der Laozi in beiden drin steht, dass die Manuskripte aber eigentlich völlig entgegengesetzt sind. Ich lese das nicht im Detail vor. Sie sind in einem Grab gefunden worden, was 168 vor Christus geschlossen worden ist. Und das eine war gerollt, das andere war gefaltet. Sie sehen hier rechts in dem großen, das ist die Rolle A, sehen Sie Markierungen über der durchgezogenen Rahmung hier. Und Sie sehen in dem kleineren hier, vielleicht nicht so deutlich, sehen Sie ebenfalls Markierungen, das sind runde, schwarz markierte Kreise, schwarz gefüllte Kreise, die unter einer nicht vorhandenen imaginären Linie liegen. Sie haben verschiedene Schrifttypen und Sie haben eine ganze Reihe von anderen Dingen. Sie haben auch eine andere Anordnung von Texten. Es ist ein Multiple-Text-Manuskript. Und diese Dinge sind von ganz entscheidender Bedeutung, nicht nur um die Produktion, um die Raison d'être dieser beiden Manuskripte in einem Grab zu erklären, sondern auch, um zu verstehen, was hier mit den Texten angestellt worden ist, denn auch diese unterscheiden sich, wenn auch nur in Kleinigkeiten. Ein weiterer Punkt hier ist, der auch zur visuellen Organisation gehört, ist die sogenannte Kolumne. Ein hochinteressantes Thema, was man durchaus noch vertiefen könnte und sollte. Dieses Thema gehört fraglos zu den Mustern, zu den Patterns, die je nach Kultur unterschiedlich zu verstehen sind. Was Sie hier sehen, sind drei unterschiedliche Manuskripte, vertretend drei unterschiedliche Manuskripttraditionen. Oben eine Sanskrit-Handschrift aus dem 12. Jahrhundert, links eine arabische Handschrift erheblich später und rechts einen Kodex, der wohl, wenn ich das noch recht entsinne, aus dem 12. Jahrhundert kommt. Sie sehen hier typisch übernommen vom Papyrus, von der Papyrusrolle, die Kolumnen. Man liest von links nach rechts eine Kolumne, dann geht man wieder nach oben und liest die zweite. Wie sieht es jetzt hier aus mit dem Sanskrit-Manuskript? Dort verhält es sich anders. Entschuldigen Sie bitte dieses Geklicke, aber das ist etwas empfindlich, das Gerät hier. Dort sieht es ganz anders aus. Wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie, dass wir zwar optisch Kolumnen haben, dass die aber praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Man liest den Text zeilenförmig durch. Warum ist das in Kolumnenform geraten?
Die Poti hier, die Palmblätter, die werden traditionell durch die Bindung, durch die Löcher zusammengehalten. In der Regel in weniger kunstvoll gestalteten Manuskripten schreibt man direkt drumherum. Und hier hat man offenbar, um das Ganze ästhetisch ansprechender zu gestalten, tatsächlich eine Kolumne freigelassen und auf diese Art und Weise Kolumnen geschaffen. In arabischen Handschriften sieht das nochmal anders aus. Herr Friedrich, ich kann einfach für Sie klicken, wenn Sie mir ein Signal geben. Das wäre so toll. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Sie müssen einfach nur ein Signal geben, wenn Sie geklickt haben. Das werde ich hemmungslos tun. Vielen Dank. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, wir haben Kolumnen, aber hier wird auch wieder durchgelesen, und zwar aufgrund der arabischen Schrift, der Eigenheiten der arabischen Schrift von rechts nach links und dann aber von oben nach unten. Bemerkenswerterweise verrät das dem Kundigen hier sofort, dass wir ein Gedicht haben. Die Halbverse werden nämlich in der Mitte geteilt und insofern geht es hier um noch etwas anderes. Es sind weniger ästhetische Gründe. Hier wird klar gemacht, wo ein Halbvers aufhört und wo der nächste beginnt. Das heißt, wir haben optisch, visuell jedes Mal das gleiche Phänomen. Es hat aber dreimal unterschiedliche Funktionen und einen unterschiedlichen Hintergrund. Das nächste bitte. Ja, die Manuskriptarchitektur, die noch zu erwähnen ist. Sie sehen hier Manuskripte, die manchen von Ihnen vielleicht nicht so vertraut sind. Das sind lose Blattmanuskripte. Es sind Potis, tibetische hier, die einfach aufeinander gestapelt werden, von Deckeln zusammengehalten werden. Das nächste bitte. Die werden manchmal eingepackt in Stoff und dann noch geschützt mit teilweise auch, kann man dann auch Titel dran lesen, und in diesen sehr schweren Holzdeckeln gehalten. Sie sehen hier noch einmal das, was allen klar ist, dass natürlich unsere Objekte dreidimensional sind. Wir könnten hier tatsächlich von einer Buchform sprechen, die nicht gebunden ist in der Art und Weise, wie wir sie verstehen, sondern in der die Bindung durch eine, durch Einschlagen, durch ein Tuch geschieht. Machen wir weiter bitte. Ja, hier ist es, glaube ich, ganz klar, sehr kunstvoll. Das ist aus dem buddhistischen Kanon, aus einem tibetischen buddhistischen Kanon. Hier ist sogar das Manuskript als solches noch an den Seiten entsprechend eingefärbt, um zu zeigen, dass es ein dreidimensionales Objekt ist. Die hilft natürlich gleichzeitig auch, dass die losen Blätter beim Lesen nicht durcheinander geraten. Weiter, bitte. Ja, das war die Semantik. Auch hier müsste man noch viel mehr sagen, was die Dreidimensionalität des Manuskripts bedeutet, ist erst ansatzweise erforscht. Man kann in der Kunstgeschichte, gibt es ein paar schöne Arbeiten, vermutlich auch noch mehr, als ich sie gerade kenne, aber hier liegt noch sehr viel an Forschungsfeldern brach. Ich komme zur, irgendwie geht das jetzt aber doch zu schnell. Darf ich nochmal zurück? Entschuldigung, ich habe jetzt selber wieder geklickt. Herr Martus, bitte übernehmen Sie dann wieder. Die inhaltsbezogenen Praktiken, über die sprachen wir schon, die sind uns allen vertraut. So gehen wir selber mit Büchern um. Man kann es zum Auswendiglernen benutzen. Das war wahrscheinlich sogar die früheste Fassung oder als Mastercopy. Man kann es lesen, man kann es laut lesen, man kann, wenn Noten sind, singen, man kann vieles damit tun. Man kann ein Manuskript zum Lehren benutzen, indem man den Text diskutiert anhand eines Manuskriptes. Man kann es zum Lernen benutzen und in diesem Kontext gibt es noch erheblich mehr. Das nächste bitte. Als Beispiel hier nur ganz kurz, ist ein merkwürdiges Phänomen, dass gelehrten Manuskripte auf der ganzen Welt ähnlich aussehen. Was Sie links sehen, ist ein gelehrten Manuskript aus Westafrika, wohl aus dem 17., 18. Jahrhundert. In der Mitte ein griechischer Kodex aus der byzantinischen Zeit, 12. Jahrhundert. Und rechts ein chinesisches Manuskript aus der Zeit um 1600. Sie sehen, wie im Manuskript gearbeitet wird. Es wird gestrichen, es wird hinzugefügt. Es wird teilweise auch sogar von mehreren Händen dann. Es ist offenbar für eine bestimmte Stufe, für eine bestimmte Entwicklung, muss man wohl sagen, der Arbeit an Texten und mit Texten ist es so, dass wie bei uns heute der Desktop oder das Pad, dass die Fläche, die das Manuskript bietet, dazu genutzt wird, weiterzuarbeiten im Manuskript selbst. Das nächste bitte. Ich komme jetzt zu anderen Praktiken, die
in unserem Kontext von Bedeutung sind, weil sie eben über das rein Inhaltsbezogene hinausgehen. Ich werde die kurz vorstellen. Die Liste ist nicht vollständig, aber es reicht vielleicht, um Ihnen einen kleinen Eindruck davon zu geben. Natürlich repräsentativ, rituell, magisch, ästhetisch, ganz wichtig auch, und dann in religiösen Traditionen der Verdiensterwerb. Schauen wir sie uns doch bitte jetzt einmal an, Herr Martus. Ja, das kennen Sie alle, ist für teures Geld vom deutschen Staat erworben worden, zurückgekauft worden als nationales Kulturgut. Dieses Buch ist bekannt wegen seiner wunderbaren Illuminationen. Der Text, der war vermutlich bekannt und konnte auch in billigeren Ausgaben eingesehen werden. Hier hat das Objekt primär die Bedeutung zu repräsentieren. Das nächste bitte. Wir haben hier mal Ritualmanuskripte. Sie sind in der chinesischen Tradition, aber das rechte ist gar nicht mal auf Chinesisch und das linke stammt auch von einer nicht-chinesischen Gruppe. Das sind Texte, die sind in der Regel von Individuen zusammengestellt worden, von Priestern für den individuellen Gebrauch. Diese Manuskripte sehen alle anders aus, obwohl sie aus einem gemeinsamen Textkorpus schürfen. Sie sind alle mit Anmerkungen versehen. Rechts sehen Sie Anmerkungen, die der Benutzer, der nicht notwendigerweise auch der Schreiber gewesen sein muss, gemacht hat. Dieser Typ rechts, der zeichnet sich dadurch aus, dass Sie in ihm manchmal Linien oder Zeichen haben. Das sind dann Textelemente, die nicht aufgeschrieben werden dürfen und die nur in der Erinnerung und dann in der Performance, also im Ritual selbst vorkommen dürfen. Links sehen Sie wiederum ein Ritualmanuskript, in dem die Schrittfolge des Priesters, wenn er seinen Gang ausführt, um das Ritual durchzuführen, verzeichnet ist. Wir können in beiden Fällen davon ausgehen, dass die Texte mehr oder weniger auswendig bekannt waren. Diese Manuskripte werden in den Ritualen selbst gebraucht und haben selbst als Manuskript eine rituelle Funktion. Das nächste bitte. Dies hier ist Schriftkunst, wie man sagt. Und hier sieht man ganz klar, die ostasiatische Kalligrafie ist ein Forschungsfeld ganz eigener Art. Und Sie sehen hier, dass der Inhalt natürlich eine Rolle spielt, aber dass es gar nicht primär darum geht. Hier geht es nicht um die Überlieferung von Texten, sondern hier geht es um das Verschmelzen von Inhalt und künstlerischem Ausdruck. Zitiert, der Text hier, der wird einem chinesischen Chan-Meister zugeschrieben aus dem 9. Jahrhundert. Und die Kalligrafie aus Japan stammt aus dem 15. Jahrhundert. Und die Inhalte sind in der gesamten Kalligrafie meist nicht immer bekannt. Und es geht hierbei darum, aus dem Pinsel des Künstlers heraus eine neue Synthese zu schaffen. Also eine Funktion hier, die ganz eigen ist und die mit Textüberlieferung zumindest nichts mehr zu tun hat. Bitte, Herr Martus. Hier haben wir ein Beispiel für den Verdiensterwerb. Das ist vor allem im Buddhismus, allerdings nicht nur im Buddhismus so. Sie sehen hier einen sehr berühmten Mönch. Das war der bekannteste Mönch in Laos bis zu seinem Tode, der bei einem Ritual einen Text rezitiert, ein buddhistisches Sutra. Man hat diese Texte auch im Druck vorliegen. Man verwendet aber bis auf den heutigen Tag für wichtige Zeremonien lieber Palmblatthandschriften, die bis auf den heutigen Tag dort auch produziert werden. Das nächste bitte. Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt zum Schluss. Es wird auch langsam Zeit, wie ich sehe. Ich hatte angekündigt, mit dem Begriff des Schriftartefaktes noch weiterreichende Möglichkeiten zu erörtern. Kurz zu diesem Ausdruck. Er ist nicht schön, das mag man ankreiden. Er ist die Eindeutschung des Written Artifact. Das ist ein Terminus, der ist von einer Gruppe von englischen Forschern entwickelt worden, die darunter alles verstanden, was Buch ist, also Manuskripte, aber auch Drucke. Wir benutzen derzeit diesen Begriff noch etwas anders, und zwar noch eingeschränkt als nicht mechanisch produziertes Artefakt. Also Sie können bis zu einem gewissen Grade handwritten daraus machen. Aber wie ich schon sagte, der Druck, der gehört hier natürlich mit dazu, aber dafür ist es noch zu früh. Schriftartefakt ist der Oberbegriff, der eine ganze Reihe von Objekten einschließt. Ich werde Ihnen gleich auch noch sehr merkwürdige zeigen. Die größte Gruppe von Schriftartefakten, die wir gesondert in der Regel behandeln, vor allem in den westeuropäischen Traditionen, sind die sogenannten Inschriften. Aber schauen wir uns doch vorher bitte etwas anderes an. Herr Martus, bitte. Das sind Schriftartefakte der Batak.
aus Nordsumatra. Sie sehen links einen Brief, der ist auf ein Bambusrohr geschrieben, geritzt, und man könnte das als Manuskript bezeichnen. Es ist geschrieben, das literarische Genre ist Ihnen wohl bekannt. Es ist tragbar, es ist einzigartig, würde auch alle unsere Definitionen erfüllen. Rechts wird es schon schwieriger. Das ist ein, das ist der Knochen eines Wasserbüffels, ist ein Amulett, was angebunden wird. Aber auch hier, wir haben sicherlich ein Schriftartefakt. Es werden Zeichen angebracht auf dieser Oberfläche, die vorher ein wenig poliert worden ist. Sie merken schon, wir kommen hier in Bereiche, wo es sehr schwer wird, scharfe Grenzen zu ziehen. Und diese Dinge müssen diskutiert werden. Aber es ist sicherlich sinnvoll, zunächst einmal von anderen Phänomenen auszugehen und dann allmählich höhere Abstraktionsgrade zu erreichen. Bitte, das nächste. Ich sagte es, Manuskript und Inschrift. Ein wunderbares Thema. Die Definitionen für Inschriften unterscheiden sich grundsätzlich. Es gibt natürlich noch andere Traditionen, aber vor allem zwei. Die französische, die hat als Hauptkriterium die Öffentlichkeit gegenüber dem Privaten. Inschriften sind öffentlich. Ein lieber Kollege aus der Arabistik sagte einmal, als wir das zum ersten Mal erörterten, sagte dann, ja, es gibt bei uns auch Papierinschriften. Was meinte er damit? Eine Papierhandschrift, die man öffentlich an die Wand hängt. Das ist für ihn eine Inschrift, weil es öffentlich ist. Im Deutschen ist es anders. Ich habe das etwas respektlos hier hart gegen weich genannt. Das ist natürlich etwas komplexer. Im Prinzip heißt es, dass es die Materialien Stein, Metall, Glas und andere sind und dass die Produktionsverfahren, die Materialien nicht die von Manuskripten sind. Wir müssen über Geräte reden und dann komme ich noch zum Schluss zu den Kupferplatten und zum Blockdruck. Das nächste bitte. Hier zum Deutschen. Inschriften sind Beschriftungen verschiedener Materialien, die von Kräften und mit Methoden hergestellt sind, die nicht dem Schreibschul- oder Kanzleibetrieb angehören. Wir haben also eine Doppeldefinition, einmal Materialien und dann eine negative Nicht-Manuskripte, denn darum geht es ja. Das ist allerdings ein engerer Begriff von Manuskript, der auch mit einem engen Begriff von Buch zusammengeht. Das nächste bitte. Palmblattmanuskripte sind ein wunderbares Thema. Kaum erforscht, dort ist die Forschung erst seit kürzestem überhaupt dabei, sich mit der Materialität der Objekte zu befassen. Sie sehen hier aus dem Norden eine Medizinhandschrift. Sie sehen an den Löchern, die etwas ausgefranst sind, sehen Sie, dass es Palmblatt ist. Und diese Palmblatt-Handschrift trägt Schrift, die mit einem Stift und Tinte aufgetragen worden ist. Das nächste bitte. Hier haben wir übrigens medizinische Dinge, eine sri lankaische Handschrift. Und Sie sehen es hier auch an dem rechten Beispiel, das ist aus Tamil Nadu. Hier ist die Schrift eingeritzt worden. Man hat in vielen Fällen dann anschließend ein Pigment hineingerieben, Tinte oder anderes, und damit die Schrift geschwärzt. Bei älteren Handschriften ist das aber, weil die Adhäsion der Regel nicht groß genug ist, wieder herausgefallen. Aber im Prinzip haben wir zwei grundsätzlich verschiedene Arten, diese Palmblätter zu beschriften. Ich will nicht auf die Hintergründe eingehen. Traditionell sagt man, geritzt wird im Süden, geschrieben wird im Norden. Und das hängt auch noch mit zwei Typen von Palmblättern zusammen. Das ist, hat ein Forscher vor langer, langer, langer Zeit einmal behauptet und das wird immer wieder abgeschrieben. Ob es wirklich so ist, das muss noch nachgewiesen werden. Aber was machen wir nun? Wenn das Gerät und die Art und Weise der Schriftaufbringung entscheidend ist, dann wäre das erste Manuskript, ich habe es schon Manuskript genannt, tatsächlich ein solches, aber hier wäre es eine Inschrift. Gehen wir weiter bitte. Ich komme jetzt zum Thema Manuskript und Inschrift. Und was Sie hier sehen, ist eine sogenannte Kupferplattenurkunde. Wenn Sie sich das genauer anschauen, sehen Sie ein Objekt aus dem weichen Metall Kupfer, in das man mit einem Gerät hineingeritzt hat. Die Technik ist also ganz ähnlich wie die ich Ihnen eben gezeigt habe. Wenn Sie sich das Format anschauen, werden Sie sehen,
Das ist ebenfalls das POTI-Format, also das horizontal-längliche Format. Es gibt ein Loch auf der linken Seite und mehr oder weniger kunstvoll eine Bindung. Das ist bei den traditionellen Handschriften, ist es ein Faden oder eine Schnur. Und hier ist es auch wiederum aus Metall. Es ist eine Urkunde. Und wir wissen, dass solche Urkunden nur auf Anforderungen von den Königen ausgestellt wurden. Normalerweise erhielten diejenigen, die dann eine Schenkung oder eine Stiftung bekommen haben, erhielten ein Palmblatt-Handschrift und das war es. Diese Objekte werden, man kennt sie aus Südindien, diese Objekte werden, wenn es sie gibt und wenn sie kommen vom König, werden in Empfang genommen, in einem Ritual geehrt und anschließend vergraben. Gucken wir das nächste bitte an. Sehen Sie unmittelbar die Zusammenhänge, Tamil Nadu. Ich habe kein besseres, es tut mir leid hier, ich habe kein besseres Bild gefunden, um das gleiche Format darstellen zu können. Auch Südindisch hier ein eher alltäglich beschriebenes Palmblattmanuskript. Sie sehen aber genau das Gleiche, dass hier der metallene Gegenstand den anderen nachahmt. Auch hier ist wieder die Frage, was ist das für ein Objekt? Die Kupferplatte steht genau zwischen einer Inschrift und dem, was wir traditionell eher als Manuskript bezeichnen. Und dieses wiederum führt zu dem Ansatz, dass man Begriffe wie Inschrift und Manuskript wohl am besten nicht als Gegensatz versteht, wie das zum Beispiel Akademieprojekte in Deutschland gerne tun, sondern dass man sie als Enden eines weiten Spektrums anschaut. Die indischen Fälle sind besonders instruktiv, aber es gibt auch in anderen Bereichen mehr als nur die Inschrift auf einem Stein, ob er nun beweglich ist oder nicht, oder auf einem Gerät, auf einem Behälter, auf einem Objekt, auf einem Kunstwerk und dem Buch, was irgendwie in einem Regal steht oder liegt. Das nächste bitte. Ja, hiermit komme ich zum Ende und möchte noch ein weiteres Feld auftun. Über den Typendruck, also den Druck mit beweglichen Lettern, möchte ich nicht sprechen aus den genannten Gründen, aber wir haben den Blockdruck. Der ist auch aus Europa bekannt, kommt irgendwie, soweit ich weiß, ist das noch nicht richtig geklärt, um 1400 vielleicht aus dem venezianischen Bereich, ist vor allem dann entlängst des Rheines bekannt. Wie wird im ostasiatischen Bereich ein Blockdruck produziert? Man schreibt ein Manuskript, legt es verkehrt herum auf einen Block. Dann wird dieses Manuskript sozusagen ausgeschnitten und man hat eine spiegelbildliche Ansicht. Und mit dieser Ansicht, die Blöcke werden dann geschwärzt und man legt Papier drauf und mit einem bestimmten Gerät klopft man dann das Papier ab, sodass Sie zum Schluss einen Druck haben. Das nächste bitte. So sieht dann zum Beispiel Unterhaltungsliteratur aus. Man sieht auf den ersten Blick oft überhaupt nicht, dass es ein Druck ist. Sie sehen es hier an diesen Zeichen. Hier ist offenbar der Druckstock nicht in Ordnung gewesen. Dann werden die Abdrücke schwächer. In vielen Fällen kann man es wirklich nicht unterscheiden mit dem bloßen Auge, schon gar nicht, wenn man nur einen Scan hat. Also da muss man die Objekte anschauen. Das ist etwa 1600 hier. Entscheidend ist, Das Blockdruckbuch ist ein vervielfältigtes Manuskript. Es ist ein Faksimile, welches von vornherein auf Vervielfältigung angelegt ist. Bitte das nächste. Traditionell sieht ein edler Blockdruck eher so aus. Das ist einer aus der Sung-Zeit aus dem 11. Jahrhundert. Von denen haben nicht viele überlebt. Und auch wenn Sie kein Chinesisch können, werden Ihnen gewisse Dinge auffallen. Ich weise Sie im nächsten Bild kurz darauf hin. Sie sehen hier an einer Stelle dreimal das gleiche Schriftzeichen. Wenn Sie genauer hinschauen in der Vergrößerung, werden Sie merken, dass es jedes Mal etwas anders aussieht. Es ist immer das gleiche Zeichen, aber es gibt kleine Varianten dabei. Und das zeigt noch einmal, dass der Schreiber sich zwar bemüht hat, einheitlich zu schreiben, das ist ihm aber offenbar nicht ein Anliegen war, etwas zu produzieren, was so aussieht, wie es unser Typendruck aussieht, nämlich mit identischen. Die Varianzen können mehr oder weniger groß sein. Das ist ein kalligraphischer Stil, der hier angewandt wird und der sich auch noch sehr lange gehalten hat. Schauen wir uns aber nun im Gegensatz etwas anderes an. Das nächste bitte. Schon von der Optik her dürfte Ihnen, auch wenn Sie wiederum kein Chinesisch lesen, klar sein, dass sich etwas getan hat. Das sieht ganz anders aus.
Das ist ein moderner Blockdruck, wie ich das mal nennen möchte hier. Und es ist der gleiche Text übrigens, wenn wir auch hier nochmal schauen auf die Zeichen. Das nächste bitte. Dann sehen Sie, dass die Zeichen fast identisch aussehen. Hier sind die Schreiber und das, diese Art und Weise entsteht im Laufe des 16. Jahrhunderts. Da wird anders produziert. Es gibt Arbeitsteilung und vor allem für die Schneider. Man erfindet einfacher zu schreibende Typen, also Fonts würden wir die heute nennen, damit man schneller schneiden kann und das besser einarbeiten kann. Und Sie werden feststellen, dass die einzelnen Schriftzeichen zwar auch wiederum natürlich nicht ganz identisch sind, aber dass hier manchmal mit bloßem Auge überhaupt kein Unterschied zu erkennen ist. Und das ist, wie gesagt, nur aus dem ganz kleinen Bereich ein und desselben Textstückes. Und daraus ergibt sich, und das ist vielleicht auch von Bedeutung für die weitere Diskussion, bitte das nächste, dass wir hier ein Kontinuum haben vom Manuskript zum Druck. Ich habe das mal ein bisschen angeordnet. Wir haben das Manuskript. Wir haben den traditionellen Blockdruck, das war das erste Beispiel seit dem 8. Jahrhundert. Wir haben den modernen, ich rede hier nur von China, seit dem 16. Jahrhundert. Und wir haben aber auch den Druck mit beweglichen Lettern. Das ist der einzige, der bei uns in unserer Mediengenealogie vorkommt und der in China seit dem 11. Jahrhundert existiert. Wir haben zu wenig Forschung. Wir wissen nicht, wie weit letzterer verbreitet war. Man darf aber, soweit die Erkenntnisse bisher reichen, davon ausgehen, dass es eine funktionale Differenzierung gegeben hat und sicher ist, dass alle diese Medien gleichzeitig bis ins 20. Jahrhundert im Gebrauch waren. Und das, meine ich, ist einer der Punkte, wo die Forschung insgesamt gerade in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen noch weiterzugehen hat. Der weitere Begriff von Schriftartefakt wird noch sehr, sehr viel an Material betrachten müssen, wird sehr viel auch an Ansätzen noch berücksichtigen müssen, die bisher noch nicht in Betracht gezogen worden sind. Aber es zeichnen sich hier durchaus Möglichkeiten ab, vielleicht einmal zumindest als Fluchtpunkt eine einheitliche Theorie von Schriftartefakten ins Auge zu fassen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und sage, ja, und wollte zum Schluss noch den zweiten Teil, das nächste bitte, und wollte zum Schluss noch den zweiten Teil dieses Zitats, das mag etwas pathetisch klingen, zitieren, aber auch heute scheint es ja durchaus wieder angemessen. Witnessing the paradoxical and dialectic process of unification and dismantling in our own time, both the tremendous prospects of overcoming political, racial and cultural barriers and menacing national and ethnic fragmentations. Historians of the book can humbly contribute to the universality of humankind by promoting a merged transcultural discipline of convergent codicology. Ersetzen Sie Codicologie durch Theorie, einheitliche Theorie des Schriftartefaktes und die Aufgabe ist klar. Vielen Dank.